3, 2, 1, Goal. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meinem FIFA 14 Pack Opening auf meinem Kanal. Und ich muss das jetzt ein bisschen schnell machen. Ihr seht es, 35k Packs sind außen. Ich habe 61.000 Münzen. Und ich sehe jetzt unten rechts noch 30 Sekunden. Ich habe mich richtig. Ich bin richtig gesprintet. Also das war Wahnsinn. Ich habe gedacht, ich schaffe es nicht mehr, aber es hat noch 23 Sekunden. Also kommen wir zum Team of the Season, zum aktuellen. Ich glaube, das ist auch das letzte nach dem Pack. Und wir ziehen es jetzt. Ja, der Start dieser Episode ist sehr besonders. Ich drehe mich um. Ich drehe mich um, nicht zu meinem PC, sonst sehe ich ja auch, was ich habe. Ich drehe mich um. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich weiß nicht, was drin ist. Bitte, wenn es einmal eine blaue Karte wäre, das wäre einfach nur Wahnsinn. Ich schau hin. Inform! Inform, Delwin! Geil! Geil, Mann! Inform! Wuhu! Yeah, Mann! Und Lavezzi! Und Eto! Wenn das nicht mal ein gutes Team ist, ein gutes Pack ist. Ein richtig gutes Pack. Hau ab. 20 Minuten gibt's Free Packs. Echt? Ja. Mein Bruder kam rein, hat gesagt, richtig gutes Pack, in 20 Minuten gibt's Free Packs. Was? Die schneide ich dann auch noch ran. Ey, das ist ja aber richtig geil, wieso freue ich mich nicht? Okay, das ist... Leute, könnt ihr mir mal verraten, wer bitte mit Außenverteidigern spielt? Also mit rechten und linken Außenverteidigern. Weil, das macht niemand. Also, es gefällt mir, also... Da habe ich jetzt nichts zu meckern. Da habe ich echt nichts zu meckern. Denowen, ja. Was ist denn der eigentlich wert? Ich glaube nichts, oder? Mach ich so eine richtige chillige, milchige Runde. Hä? Digga! Oh Gott. Wenn es jetzt weg ist. Also Leute, ich mache einen Cut. Also ich mache einen Cut. Bis gleich, wenn ich wieder oben bin, ne? So, ja, willkommen zurück nach dem kleinen Cut. Das Back ist richtig Hammer. Wenn ich es mir so überlege. Nein. Überlege. Gut. In Form kriegst du schon mal mindestens 10.000. Wetzi, ja egal, ich schau einfach mal nach, weil Denowen ist so schlecht, ist er ja gar nicht, ne? Das ist ein Inform ziehe, mein zweiter Inform, den ich das erste Mal, den ich bis jetzt gezogen habe, und wahrscheinlich gibt's eh nicht. Den werden wir eh nicht finden. Das schaue ich dann gleich mal im Dings nach, im Transfermarkt. Aber erst am Ende der Episode, nachdem ich die anderen Packs gezogen habe, das ist doch mal richtig geil. Auf jeden Fall auf die Transferliste. Auf die Transferliste. Keine Ahnung, einfach mal auf die Transferliste, auf die Transferliste. Ach egal, ich tue einfach. Warte mal. Ne, den durch. Die beiden auch noch auf die Transferliste, der Rest kommt in den Verein. Dann kann ich später dann abstoßen, wenn ich den nicht brauche. Den auch noch schnell abstoßen. So. Das ist doch mal richtig geil. So, Shops. Und. Und es gibt 100k Packs! Cool. Kann mir eh keine ziehen. Weil ich nicht so viel Geld habe. Wir fangen ganz normal mit dem ganz normalen Premium Gold Sets an. Also, das war schon mal ein ziemliches Luck von mir. Also, ich bin sowas gar nicht gewöhnt, dass ich jetzt ein Inform ziehe, Eto und Lavezzi. Was ist da los? Leute, ich habe gerade gedacht, es ist der andere Touré, Leute. Und das wäre ja, also dann wäre ja richtig die Party. Und warum leckt das jetzt so? Ich schau mal kurz. Okay, gut. Weil wenn sie das Fenster ganz langsam schließt, dann habe ich Internetprobleme. Wieso leckt das? Na, no, das dauert, also die EA-Server sind ja echt über. Überfüllt. Ja, heute sollte ja eigentlich das WM Ultimate Team rauskommen. Heute ist Donnerstag, nur so.
Irgendwie war es dann doch nicht, er wurde eine Woche verschoben, was ein bisschen ärgerlich ist. Hab mich voll drauf gefreut, aber die wollen ja noch irgendwas verbessern und verkaufen immer nicht. Das ist eigentlich ganz gut, wenn sie was verbessern wollen. Alle aber drin, das überspringe ich und mach die Augen zu, also Augen zu und X. Wer ist drin? Na, basta, finito, ich habe fertig. Also Silberspieler auch richtig schlecht hier mit seinen 48 Pace. Das können wir abstoßen. So, ein Pack würde ich noch hinbekommen. Also ich finde es ziemlich gelungen, das Pack Opening, was da drin war, Mensch. Eine vom Denovan. Lavezzi, ich weiß nicht, wie viel die wert sind. Das mache ich gleich im Anschluss. Guy Demel, kennt jemand den noch? Cooler Spieler. Und ein Duplikat. Ja. Guy Demel ist richtig cool, der Typ. Hat ja bei HSV früher gespielt. Schaffe ich jetzt noch ein Pack? Ja, ich schaffe noch eins. Super. 7,7k habe ich jetzt noch. Vidal drauf und hoffentlich auch drin. Ja, wäre ganz cool. Ich mache die Augen zu. Ich sehe also nicht, was passiert. Habe ich ja vorhin auch gemacht. Das hat ja geklappt mit Info. Machen wir Augen auf. Was ist heute los? Ich habe Alaba drin. Ich habe drei seltene Spieler. Und die Folge neigt sich auch dem Ende zu. Wir haben heute mal wieder alles reingeholt, glaube ich. Was wir ausgegeben haben, was mich sehr freut, das war, glaube ich, bis jetzt das beste Pack-Opening, was ich je hatte. War jetzt nicht so überragend gut, aber ich finde Alaba auch noch im letzten Pack ist schon richtig stark. Und damit verabschiede ich mich für diese Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Drückt den Daumen dann mal nach oben, würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Freitag. Bis irgendwann. Ciao.